Im Stream sind die Ladezeiten übrigens recht lang. Bürgermeisterin Nightingale wurde heute durch eine Explosion am City 31 Memorial Museum getötet. Die Identität der Angreifer ist bislang unbekannt. Der Stadtrat bittet alle Bürger, die Ruhe zu bewahren. Sie wird am gleichen Tag vaporisiert, an dem XCOM den Chimera-Trupp in die Stadt schickt. Hören Sie die Stimme in Ihrem Kopf? Das bin ich! Sie müssen aufwachen! Hat Bürgermeisterin Nightingales Stimme trotz aller Opposition die Reclamation Agency in die Stadt gebracht. Ach, auf, Schlafschaf! Ohne Unterstützung steht die Zukunft des Chimera-Trupps in den Sternen. Willkommen zurück, Chimera-Trupp. Die Direktorin will mit uns sprechen. Danke, dass Sie die Bürgermeisterin haben sterben lassen. Sie sind gefeuert. LOL! Das ist nicht hilfreich. Du hast recht, tut mir leid. Ich stelle den Anruf durch, wenn Sie soweit sind. Ich habe Ihren Einsatz im Museum verfolgt und das, was danach kam. Direktorin Kelly, ich übernehme die volle Verantwortung für alles, was passiert ist. Sie ist so ein guter Mensch. Genug. Ich habe Sie nach City 31 geschickt, weil ich glaubte, Sie wären bereit dafür. Das lief nicht gut. Heute Abend haben Sie meine Erwartungen übertroffen. Oder doch? Die Polizei hat innerhalb von 3 Stunden nach Ihrer Ankunft in der Stadt Unterstützung angefordert. Sie haben sofort reagiert. Sie waren schlecht ausgerüstet und unterbesetzt. Trotzdem haben sie sich angepasst, wie es ihnen beigebracht wurde. Wir sind so klug. Nicht zu vergessen, dass sie die Bürgermeisterin gerettet haben. Sie haben sie in Sicherheit gebracht, wie die Stadt es wollte. Du hast schon Nachrichten gesehen, oder? Nehmen sie sich nicht die Schuld für etwas, das sie nicht kontrollieren. Konzentrieren wir uns lieber auf die nächsten Schritte. Ich habe einen Kartentisch eingerichtet. Bereit, wenn Sie es sind. Gehen Sie rüber, ich bleibe dran. Übrigens, kurzer Funfact an der Stelle. Direktorin Kelly ist die einzige Soldatin, die neben Central die Eröffnungsmission von XCOM 2 überlebt hat. Das heißt, sie ist eine Figur, die sie wiederverwendet haben. Ist halt erstaunlich, wie sie in 5 Jahren gealtert ist. Aber ich hinterfrag die Dinge nicht. So, Essen fertig. Ja, guten Hunger. Das hier ist die Strategieebene. Dadurch, dass wir noch im Tutorial sind, ist sie noch etwas sparsam ausgerüstet. Aber ja, die wird noch erweitert. Wir haben ein kritisches Ziel auf der Stadtkarte. So rum. Willkommen in City 31. Während Kreativer Name. Besatzung war die Stadt eine Festung mit einem aktiven Raumhafen. 5 Jahre nachdem XCOM den Krieg gewonnen hat, ist sie für Aliens, Hybriden und Menschen gleichermaßen zur Heimat geworden. Sie verfügt über neue Produktionsstätten, eine autonome Regierung und regionale Landwirtschaft zur Versorgung der vielschichtigen Bevölkerungsgruppen. Trotz aller Widrigkeiten blühte diese Stadt nach dem Krieg auf. Es gab keine Vergeltungsangriffe. Bis jetzt. Das wissen wir nicht, noch nicht. Aber wir werden es herausfinden. Was denkst du denn, dass das ein Akt des Friedens war? Unterstützung bei der Sichtung. Komm schon. Der Beweise am Memorial Museum angefordert. Sie haben heute gute Polizisten verloren. Helfen Sie ihnen. Die Bürgermeisterin, die ist auch tot. Bringen Sie in Erfahrung, was wir herausfinden können. Die Frau ignoriert irgendwie die wichtigsten Fakten, aber es ist okay. Wir können uns die Sache gemeinsam schönreden. So, wir haben natürlich jetzt, weil wir in einer Stadt sind, nicht verschiedene Staaten oder Regionen auf der Weltkarte, die wir berücksichtigen und beschützen müssen. So, sondern wir haben 9 Distrikte in City 31. Und es gibt 2 verschiedene Typen von Einsätzen. Hier vor uns liegt jetzt eine Situation. So, die Situation, das sind Einsätze, die sozusagen keine Kampfeinsätze sind, sondern anderweitig die Story voranbringen. So, und uns gegebenenfalls auch Belohnung geben. In diesem Fall glaube ich nicht. Weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall wollen wir bei dieser Situation die Folgen des Memorial Museums, also des Anschlags dort, untersuchen. Denn die Polizei braucht Hilfe, um die Nachwirkungen des Angriffs heute Nacht zu untersuchen. Der Tod von Bürgermeisterin Nightingale hat die Stadt in Aufruhr versetzt. Tun wir, was wir können, um zu helfen. Das ist ein sehr nobles Ziel, das wir auch verfolgen wollen. Wir können halt eine Situation oder einen Einsatz pro Tag machen. Und sobald wir das halt machen, ist der Tag vorbei. Ist relativ logisch.
So, wir haben getan, was wir konnten, um der Polizei zu helfen. Commissioner Maloof drückt ihren Dank aus, dass sie ihren Beamten geholfen haben, die Bürde dieses Angriffs zu tragen. Weiter geht's. Es ist Freitag. Ihre Zusammenarbeit mit der Polizei hat ein paar Türen geöffnet. Also, bis jetzt wissen wir Folgendes. Die Bürgermeisterin wurde von einer primitiven Plasmabombe getötet. Die Aufständischen hatten keinen Zugang zu den hierfür erforderlichen Bauteilen. Dann hatten sie also Hilfe von außen? Höchstwahrscheinlich. Es gibt drei Gruppierungen in City 31, die solche Waffen beschaffen könnten. So, das ist die Ermittlung, die wir machen. So, die Story ist, irgendwer möchte in dieser Stadt eine Revolte anzetteln. Das ist prinzipiell eine Sache, die XCOM nicht möchte. Denn XCOMs Mission seit Ende des Krieges ist es, eine gesellschaftliche Ordnung herzustellen, die halt wieder eine gewisse Stabilität bringt, die alle intelligenten Lebewesen auf dem Planeten vereint. Nun gibt es Leute, die was dagegen haben, aus verschiedenen Gründen. So. Und in City 31 sind das drei Parteien. Jetzt müssen wir natürlich gucken, warum ist die Bürgermeisterin ermordet worden? So. Und dafür ermitteln wir gegen diese drei Parteien, gegen eine pro... gegen eine zurzeit. Wir haben die Nachkommen, ein loses Netzwerk menschlicher Psioniker. Nach ihrer Vision ist die Zukunft von City 31 vollkommen psionisch, ob die Stadt es will oder nicht. Also Psionik ist halt diese Gedankenkontrollkraftgedöns, was Verge auch kann. Da gibt es halt auch Menschen, die das können. Und andere Aliens. Wir haben den Grauen Phönix, eine Organisation aus Alien-Plünderern. Sie haben heimlich die Art von Waffen angehäuft, die Reclamation aus dem Verkehr ziehen soll. Also Reclamation ist praktisch der Teil von XCOM, der für die Wiedererrichtung einer Gesellschaft zuständig ist. Und wir haben die Heilige Spirale, eine religiöse Untergrundbewegung für Hybriden. Sie predigt Erlösung, aber nur für jene, die einst gegen XCOM gekämpft haben. Hallo Adrian, willkommen bei XCOM. Die Bürgermeisterin ist tot, ist ziemlich dumm gelaufen. So, das heißt, wir fangen jetzt gegen eine von denen an zu ermitteln. Also sozusagen gegen eine eher menschliche, eher alienlastige und eher von Hybriden gesteuerte Organisation, wobei wir alle drei Spezies praktisch überall finden. Ich würde sagen, wir gehen einfach von links nach rechts durch. Wir müssen tatsächlich gegen jeden einmal ermitteln. Klingt jetzt erstaunlich, ist aber so. Deshalb gehen wir zuerst gegen die Nachkommen vor. Die Nachkommen, eine kleine, aber eingeschworene menschliche Gemeinschaft, die alle über psionische Fähigkeiten verfügen. Ihre Opfer überlassen ihnen bereitwillig alles, was die Nachkommen brauchen, und vergessen das Ganze dann einfach. Das perfekte Verbrechen. Direktorin, das sind hiesige Kriminelle. Fällt das nicht in die Zuständigkeit der Polizei? Völlig richtig. Die Reclamation Agency unterstützt die örtliche Polizei nur. Aber wir müssen auch gefährliche Materialien sicherstellen. Von allen, die der Welt schaden wollen. Und jede dieser Gruppierungen steckt da bis zum Hals mit drin. Also, wie geht es weiter? Konzentrieren Sie sich auf eine Gruppe. Ermitteln Sie, enttarnen Sie Ihre Operationen und zerschlagen Sie sie. In der Zwischenzeit suchen wir nach Verbindungen zum Tod der Bürgermeisterin. So oder so ist damit eine gefährliche Organisation weg vom Fenster. Ganz genau. Die Stadt will Gerechtigkeit für Bürgermeisterin Nightingale. Also helfen wir ihnen, sie zu bekommen. Ja, die beste Variante ist vermutlich, dass wir das machen, bevor hier die Lynchjustiz losgeht. Gut, wir haben also jetzt als aktive Operation, dass wir uns um die Nachkommen kümmern. Und am 2. März haben wir die Ermittlungen aufgenommen. So, es ist übrigens, das sieht man hier unten neben dem kleinen Todd, das Jahr 2040. Und jetzt hat sich hier die Strategieebene ein bisschen vergrößert. Wir haben... Sehen Sie, das Hauptquartier hat uns eine Montage geschickt. Mit den richtigen Mustern können wir alles bauen. Das heißt, mit der neuesten Version könnten wir das, was Sie hier sehen, ist das extrem pingelige 2038er Modell. Die Belastungstests sowas von vorgestern etwas dauern, aber wenn wir sie haben, kann es losgehen. So.
Wir können nachher, wenn wir mehr Soldaten haben, hier jemanden hinsetzen, um das Ganze zu beschleunigen. Aktuell können wir das nicht, weil die Einsätze immer mit 4 Soldaten besetzt sein müssen. Das heißt, wir haben aktuell nur 4 Soldaten. Geht nicht. So. Also muss das Ganze ein bisschen länger dauern, beziehungsweise hier halt 2 Tage. Das Androidenpersonal, Androiden-Einsatzzentrale, dieses Netzwerk ermöglicht es uns, Androiden auf taktische Einsätze zu schicken und schaltet neue Montageprojekte frei. Androiden können, wenn jetzt bei der ersten Begegnung beispielsweise einer unserer Soldaten bewusstlos wird und dementsprechend nicht mit zur zweiten Begegnung vorrücken kann, kann ein Androide seinen Platz einnehmen. Also wir werden das ganze Spiel über nur mit 4 Einheiten immer gleichzeitig kämpfen können. Aber wenn eben zwischen den Begegnungen in einem Einsatz eine unserer Einheiten bewusstlos wird, können wir einen Androiden nachrücken lassen, sobald wir sie eben erfunden und gebaut und sonst was haben und mit in den MTW geschickt haben. Das bedeutet, wir wollen natürlich mit diesem Projekt anfangen. Es kostet uns 10 Illyrium, das ist halt eine Ressource, und dauert 2 Tage. Ansonsten relativ normal. Ah, guck mal, doch. Davon überzeugen können, dass wir zu wenig Personal haben, um effizient zu arbeiten. Das heißt, dass wir mehr Agenten nach City 31 holen können. Noch nicht den ganzen Trupp, aber es ist ein Anfang. Wir können also doch schon einen Soldaten mehr holen, das ist relativ gut. Da suchen wir uns jetzt einen von aus. Also Patchwork ist so eine Support-Einheit letztlich. Blueblood ist ein Revolverheld. Und Axiom ist also ein ziemlich, ziemlich sexy Muton mit Lippen. Da sind die Leute. Also, ich meine, die Leute stehen sehr auf die Vipern, ne? Also die mit ihren, also ich weiß nicht, warum Leute auf Schlangen mit Brüsten stehen. Aber wir sind im Internet. Sollte uns nichts verwundern. Und ich glaube, dem Viech wurde also spätestens mit Einführung von Mutons mit Lippen der Rang abgelaufen. Ja, Blueblood hatte ich tatsächlich in einem anderen Run schon. Patchwork und Axiom nicht. Und Axiom möchte ich ganz gerne nehmen, weil es ist ein Muton mit Lippen. Und blauen Augen. Hallo? Der ist sowas von hot, wie Georg schon sagt. Gefällt mir. Whisper, es gibt ein Problem. Axiom, willkommen. Was ist los? Ich habe gesehen, dass jemand den größten Spind belegt hat. Ja, das war ich. Ich wusste, dass Sie kommen, also habe ich ihn belegt, bevor es ein anderer tut. Kein Problem. Ich räume mein Zeug raus. Das ist ja das Problem. Das habe ich schon. Mit Gewalt. Der Mann hat sich unter Kontrolle. Haben Sie den Zettel nicht gesehen? Hinterher. Ich ersetze alles, was ich kann. Was soll da schon schiefgehen? Ja, Waffenkammer, ganz, ganz normal, was ich eigentlich sagen wollte. Also wir sind hier jetzt, Taktik, Waffenkammer, bla. So, haben wir unsere Soldaten, können wir unsere Soldaten ausrüsten. Haben wir Ausrüstung, können wir Waffe, Körperpanzerung und einen Vorstoßgegenstand und Ausrüstungsgegenstand hinbasteln, tippitoppi. Wenn wir denn entsprechende Geschichten uns hingebastelt haben. Außerdem können wir uns die Einheitenbiografie angucken. Das machen wir nach dem nächsten Einsatz. Wir schnacken hier schon viel zu lange rum, für meinen Geschmack. Im Vorrat. Unsere vorläufige Dienststelle hat alles Erforderliche. Waffen, Kommunikation, Munition. In der Beschaffung fragen wir alles Weitere an. Solange der Trupp über das Budget verfügt, bekommen wir es. Ich hatte heute auch einen Burger. Das war ziemlich gut. So, hier haben wir halt Vorstoßgegenstände und normale Gegenstände. Was ich relativ gut finde, ist... was finde ich eigentlich ganz gut? Was brauchen wir? Eine Sprengladung haben wir irgendwo. Da hat Tirup ja beste Arbeit geleistet. Das Schöne ist, dass auch wenn wir eine Sprengladung benutzen, sie immer noch da ist. Waffenstörgranate, Blendgranate.
Ich glaube, die möchte ich haben. Und eine Rauchgranate vermutlich auch. Das sollte uns schon mal taktische Vorteile geben. Das reicht mir erstmal. So, und die Untersuchung, das ist halt hier ganz normal, das, ne, was wir gerade schon gesehen haben. Untätige Einheiten. Was möchte ich hier oben? Ich mag die Zusammenstellung eigentlich. Der Squad ist relativ gut. Aber ich möchte Axiom ausprobieren, deshalb werde ich, glaube ich, Cheerup ersetzen. Weil wir mit Terminal schon eine Support-Einheit haben. Cheerup ist eher Support. Axiom macht halt Schaden, würde ich mal interpretieren. Also so stand es halt auch in seiner Charakterbeschreibung. Das bedeutet, Cheerup kümmert sich um die Montage, verkürzt hier eben auf einen Tag die Zeit, also halbiert halt immer. Jetzt müssen wir einmal an der Waffenkammer gucken, hier unsere Leute ausrüsten. Vorstoßgegenstand. Genau, Cheerup hat als Vorstoßgegenstand noch die Sprengladung. Die nehmen wir ihm weg, weil er ist nicht im MTW. Das bedeutet, ich möchte Terminal. Nee, Terminal kann mit dem Gremlin nämlich Eingänge hacken. Das heißt, sie kann eine spezielle Art von Zugang freischalten. Geben wir Godmother die Sprengladung. Ausrüstungsgegenstand haben wir hier Blendgranate, Rauchgranate. Sie kriegt die Rauchgranate. Verge kriegt die Blendgranate. Das sollte funktionieren. Bereit? Tipptopp. Wir sollen die Nachkommen untersuchen. Hier Whisper, ich halte Sie über alle Aktivitäten auf dem Laufenden, die unsere Aufmerksamkeit bedürfen. Und wo wir gerade davon sprechen, eine Scheinfirma der Nachkommen hat gerade das Feuer auf die Polizei eröffnet. Wir sollten uns das mal ansehen, oder? Ja, also ist vermutlich nicht mehr so viel Scheinfirma. Drei, 30 Credits bekommen wir dafür, wenn wir die ganze Nummer überleben. Feinde sind auf Führungskräfte angewiesen. Wenn die Direktorin grünes Licht gibt, müssen sie vielleicht einen feindlichen Anführer aus dem Verkehr ziehen. Ein Ziel gefangen zu nehmen, ist immer die bessere Wahl. Feindliche Anführer können wertvolle Informationen liefern. So, hier sehen wir, was wir für Vorstoßoptionen haben. Das bedeutet, Fenster und Türen können immer benutzt werden. Wände, dafür brauchen wir die Sprengladung. Und für die Sicherheitstür brauchen wir eine Autoschlüsselkarte oder Terminal mit ihrem Hacker-Skill. Wir haben drei Begegnungen in diesem Einsatz. Nettes Team. Let's go. Wir sind seit einer Stunde dabei und haben genau einen Einsatz, Klammern Tutorial, abgeschlossen. Die Polizei wollte den Besitzer dieser Firma über seine Verbindungen zu den Nachkommen befragen. Dann haben seine Leute Waffen gezogen. Die Polizisten haben es gerade so rausgeschafft. Ich habe über Gewalt an menschlichen Arbeitsplätzen gelesen. Eine Schande. So, so schlimm. Er hat große Probleme mit Gewalt, glaube ich. So. Eine Sache, die ich tatsächlich ungern mache, ist hier den Malus mitzunehmen, wenn es nicht notwendig ist. Ich überlege gerade, ich glaube, ich möchte meine Leute eher zusammenhalten. Wir bekommen halt auch während des Vorstoßes hier an der Haupttür plus 25 auf Zielsicherheit. Das gefällt mir, glaube ich, gut. Wir wollen anfangen mit Terminal, dann kommt Verge, dann kommt Axiom und Godmother. Wunderbar, wunderbar. Hey ho, let's go. Öffne dich. Da haben wir ganz viele mit 100% und niemand von denen will irgendwie auf uns schießen. Das heißt, wir nehmen einfach, wen wir wollen. Das funktioniert. Sklave. Ich fummel hier parallel gerade an meinem Kopfhörerkabel rum, was sich mal wieder verfangen hat. Das ist nicht schief gegangen. Alles gut.
Was zum Teufel habe ich hier getan? Das ist ein Problem, was ich irgendwann anders löse. Hauen wir erstmal unseren lieben Nachkommen hier auf die Glumse. Dann beseitigen wir lieber den endgültig. Wenn wir die anderen nicht besiegen können. Teamarbeit. Genau, das ist ein einmaliger Skill. Also einmalig pro Einsatz. Da kann man eine Einheit auf der Zeitachse, ja, danke, vorziehen auf der Zeitachse, dass sie eben als nächstes dran ist. So, das heißt, würde ich jetzt sagen, hier Teamarbeit, ich ziehe Godmother vor, ist Godmother noch vor dem Akolyten dran. Es ist sinnvoll, wenn nicht wirklich Not am Mann ist, sich möglichst viel immer aufzuheben für die letzte Begegnung, weil es mir schon öfter passiert ist, dass die letzte Begegnung irgendwann höllisch schief gegangen ist, sehr schwer war, ich irgendwas übersehen habe und upsie daisy, he dead. Jetzt muss ich überlegen, es ist häufig blöd, Einheiten direkt nebeneinander stehen zu haben. Ja, weil wenn du irgendwas mit Flächenschaden hast, bist du halt echt angreifbar. So, dann kriegen sie beide auf die Glumse. Ich glaube aber, dass die Akolyten das nicht können. Deshalb bevorzuge ich hier, glaube ich, dass ich von einer Seite volle Deckung habe. Guck hier. 67% ist nicht ganz so schrecklich. Ja, guck mal. 4 Schaden, das ist doch... Das ist ein Wort. Und das war Psionik. Wenigstens kann ich meine Wunde selbst behandeln. Sie halten dich wohl für ein wichtiges Ziel. Pff. Virch ist großartig. Der Kerl ist... Oh, er ist so schön... Stumpf. Und Emotions ist es großartig. Ich mag Verge. Merkt man das? Ist, ja. Hab's ja letztlich auch gesagt. Gut, haben wir weitere Feinde? Nein, wir haben nur die beiden Feinde in dieser Begegnung. Das bedeutet, ich möchte tendenziell erstmal eine bessere Deckungsposition. Dann möchte ich Stumpfsinn auslösen. Haben wir jeweils 70% Chance. Waffe abfeuern ist eine ziemlich grässliche Variante. Oder will ich den Kampfwahnsinn bei ihm auslösen? Dass er ihn verdient? Nee, wir machen mal den Stumpfsinn. Und hoffen, dass er trifft. Damit wir ihm... nur eine Aktion. Das ist nicht gut. So, jetzt haben wir hier Axiom. Axiom... was kann er an umklatschen? Umklatschen ist ein super Wort. Axiom stimmt zu einem Ziel und nietet es mit Nahkampfangriff um. Das Ziel kann desorientiert, betäubt oder bewusstlos gemacht werden. Mit der Wut steigt die Chance, das Ziel kampfunfähig zu machen. Aufputschen. Axiom steigert die Wut. Mehr Wut erhöht die Chance, das Ziel mit Nahkampfangriffen außer Gefecht zu setzen. Erhöht jedoch auch die Gefahr, zum Berserker zu werden. Wut wird auch durch Schaden erlangt. Das heißt, der Mann hat sich wirklich nicht unter Kontrolle. Hier hinzugehen ist zwar super, weil ich dann beide flankiere, aber er flankiert automatisch mich mit und das möchte ich nicht. Deshalb möchte ich ihn umklatschen. Hui! Ins Gesicht! Feind erledigt! Dein Training zahlt sich aus. Ja, es war... So, er hat hier wieder einen Psi-Angriff. Ist das Gedankenkontrolle? Nee. Ach so, okay. Der wird jetzt niedergeschmettert im nächsten Versuch, wenn wir ihm die Chance dafür geben. Das wollen wir, glaube ich, nicht. Braucht Deckung. Hier ist Deckung. Hilft es? Kriege ich seine Deckung kaputt? Nein. 41% ist wirklich nicht gut, aber was soll ich sonst machen? Nee. Let's try it.
Na, wenig überraschend. Feind nicht getroffen. Ich dachte, der würde sitzen. Ja, soll's nicht denken. Ich bin sehr unzufrieden mit seiner Position da. Wo komme ich denn? Ich kann auf jeden Fall hier schon mal so ein bisschen auseinanderziehen. Weil ob ich hier jetzt halbe Deckung in die Richtung habe oder da, ist relativ Wumpe. Wobei er keine Flächenschaden hat, dann kann ich tendenziell den Schutz auf Terminal selbst anwenden schon mal, um ihre beiden Hitpoints hier zu heilen. Plus, dass sie eben ein bisschen Schutz bekommt. 39 Prozent. Ich glaube, dann gehe ich lieber auf Feuerschutz, dass sich der Akolyt wirklich null bewegen kann. Ist insofern praktisch, weil Axiom ihn ja flankiert auf jeden Fall schon mal. Und das tut Virge ein bisschen weh. Wurde getroffen, aber ich stehe noch. Kein sehr gut. Grund zu jammern. Bam, badam, badam. Ja, es... Die Frage ist, ob ich darauf poker, dass sich der Akolyt... Na, habe ich ja jetzt mit Terminal auch gemacht letztlich, ne? Darauf zu spielen. Ich hoffe einfach, dass Axiom so ein bisschen was geklärt kriegt. Und dass sich im Zweifelsfall der Akolyt ein bisschen bewegt. Das könnte nämlich tatsächlich funktionieren. Crit-Chance 33%, immerhin. Ins Gesicht, bitte. Das war die Wand daneben. Wie konnte das daneben gehen? Ja. Ah, ja, er bewegt sich, sehr gut. Streifschuss, aber immerhin. Durfte einer schießen. Bin verwundet. Ich komm klar. Also Terminal ist halt insofern wirklich gut, weil sie alles Mögliche wegheilen kann. So, und der Kollege Akolyt ist... Das ist eine schlechte Position, mein Freund. Guck. Klopf, klopf. And he's dead. Reload. Hybriden können sich doch gar nicht so bewegen. Nicht seit das psionische Netzwerk von Advent Geschichte ist. Wenn sie wie eins kämpfen, machen sie auch alle dieselben Fehler. Das ist eine KI, die dahinter steht, von daher ist schlüssig. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier für Boni haben. Besiegeln, letzte Einheit, plus 3 Schaden. Einheiten aktivieren nach dem Vorschuss automatisch Feuerschutz. Oder hier sind weniger aggressive Feinde. Die Boni gefallen mir, glaube ich, mehr. Verge, Terminal, Axiom, Godmother. Nee, die Fähigkeit hat sie noch nicht. Ja, Vorstoß. Okay, ho, let's go. So, wen haben wir hier? Wir haben tatsächlich nur einen Feind, der mit einer Aktion plant. Das ist der Sklave. 86, 88, 100%. Das heißt, wir werden auf jeden Fall versuchen, den Akolyten hier niederzumähen. Das hat auch funktioniert, erstaunlich. Sehr gut. Dann den nächsten Akolyten, würde ich sagen. Das war der erste Treffer. Und wenn der jetzt auch noch trifft, ist der auch Geschichte. Perfekt. Den Sklaven nehmen wir auch noch mit. Wuppdidu! 10 vor 10. Would shoot again. So, die sind alle auf Feuerschutz. Volle Deckung. Ah, guck mal, sehr, sehr gut. Da sind, aber von da aus sehe ich denn... Doch, ich sehe Leute von der vollen Deckung aus. Unser Problem ist jetzt, erhöhte Position heißt bessere Zielwahrscheinlichkeit. Das heißt, die beiden gehen mir ein bisschen auf die Nerven. Hier sind wir sehr gut geschützt, wie ich das sehe. Und können uns jetzt überlegen, schießen wir oder machen wir Stumpfsinn?
Das ist ein No-Brainer, wenn wir den mit 100% Stumpfsinn treffen können. Also für mich. Vermutlich ist die falsche Variante, aber hey. Ah, guck mal. Zwei Runden betäubt. Tipptopp. Dann kommt Terminal. Terminal kann sich hier auf jeden Fall auch verschanzen. Bin unterwegs. Gib mir Deckung. Jetzt müssen wir gucken. Wir haben bei beiden ungefähr 50%. Der Akolyt wäre als nächstes dran. Ob wir den Akolyten gelegt bekommen, würde ich jetzt mal... Ich glaube, die Chance ist größer, dass wir den Sklaven irgendwann mit einem von unseren vier Einheiten wegkriegen. Und dass vielleicht Verge, der vorne vorgeprescht ist, nah genug dran ist, um vielleicht hochzukommen und irgendwas zu versuchen. Versuchen wir mal was. Habt ihr das gesehen? Ja, ich bin ähnlich erstaunt. Wie im Lehrbuch. Axiom, wir wollen uns eigentlich nicht angewöhnen, so nah beieinander zu stehen. Wir haben hier so ein schön weites Feld, dass wir es uns... Er wird sich nicht bewegen. Der Akolyt hat keinen Grund, sich zu bewegen. Das heißt, Feuerschutz bringt auch nichts. Wir müssen schießen. Auch wenn es nur 41% sind. Ah! Das war sogar ein Treffer. Ich vertraue Ihren Befehlen. Jetzt hat er sich doch bewegt. Wie frech! Das reicht nicht. Warum schießen sie alle auf Terminal? Die arme Frau. Gib dir doch mal eine Pause. Für 5 Minuten vielleicht mal. 10% Trefferquote sind nicht gut. Na, geht zumindest mal ein paar Meter vorwärts. Das bringt alles nix. Dann schieß einfach. 15%, easy peasy lemon squeezy. Das ging daneben. Überraschend. Ah, Verge. Vielleicht mit Stumpfsinn. Kommen wir hier irgendwie Meter vorwärts? Wechseln wir zumindest hier mal die Position so ein bisschen. Weiß nicht. 44%, mit Stumpfsinn haben wir 70%. Die 70% nehme ich doch mal deutlich lieber. Bitte, work. Ja. Nur eine Aktion, das ist nur halb gut. Schutz. Die sind schon alle ein bisschen angeschlagen. Terminal. Schütz dich selbst. Und dann 29%. Und sie hat auch keine... Na. Aber er wird sich jetzt sowieso nicht bewegen, weil er nur eine Aktion hat. Das wäre... Ich habe auch gerade gesagt, dass er sich nicht bewegen würde. Irgendwann muss ich treffen. So funktioniert Wahrscheinlichkeit. Scheiße. Oh, hey. Nicht so böse Wörter hier. Das geht nicht. Ich bin nicht... Nee. Einen Meter vor. Achtung! Stehen sie drei eigentlich alle echt zu nah beieinander. Also wenn er... es ist... Ziel nicht getroffen. So unbefriedigend. Das tut weh. Komm schon. Konzentrier dich. Na, wenn er keinen Flächenangriff hat, dann kann ich die auch hier dabei. 15%. 15% Trefferwahrscheinlichkeit. Ändere meine Position. Komm schon, du musst doch irgendwann. Yes! Ein Ziel weniger. Halleluja. Sie betreten gleich ein paar Büros. Der Besitzer muss sich dort verschanzen. Thanks for the hype. Ja, hier ist die Entscheidung, glaube ich, ein No-Brainer.
Ich habe halt am Ende gerne jemanden, der viel Schaden verteilen kann. Immer. Deshalb, keine Ahnung, ob das so sinnvoll ist, aber deshalb habe ich halt immer gern einen mit Schrotflint am Ende. Stoß jetzt vor! Godmother kann halt gerade nicht ans Ende, weil sie die Bombe hat. Ja, der Eingang ist entspannt. Nehmen wir uns den Akolyten. 91% und daneben, ich bitte dich. Ich glaube, ich möchte den Akolyten loswerden. Ja, beste Animation 2K20. Gut, der Akolyt ist weg. Jetzt hoffen wir noch, den Sklaven mit Axiom beseitigen zu können. Ja, das hat funktioniert. Gut. Das ist die Zielperson. Nach Möglichkeit überwältigen. So, nimm den Verdächtigen gefangen oder töte ihn. Meines Wissens gibt es, abgesehen von den normalen Verhaftungsboni, keinen Grund, ihn gefangen zu nehmen. Also keinen Vorteil gegenüber dem Töten. Ich finde es halt von der Story immer netter, zu versuchen, ihn gefangen zu nehmen, aber das könnte schrecklich schief gehen. Godmother ist da in einer sehr guten Verteidigungsposition, hat aber keinen Blick auf irgendwen. Oh, die haben halt auch noch alle keine Fähigkeiten und keine Boni, sonst könnte man hier jetzt ein Taktikfeuerwerk, aber das ist letztlich nur schießen oder nicht schießen. Mein Gott! Und wir können, ja, das ist sinnvoll, sich da mitten in die Schusslinie zu stellen. Das wird nicht passieren. Aber wir können, glaube ich, den Feuerschutz ganz gut diesmal anbringen. Ja, machen wir mal so den Feuerschutz. Das ist, glaube ich, die beste Variante jetzt gerade. Ja, siehste! Yes! Feind am Boden! Gut gemacht! That's what I'm talking about! Unter 50%, mehr like 0%. Ja, alles XCOM, Baby. Du möchtest keine Schüsse unter 50% versuchen zu landen. Das ist nie eine gute Idee in XCOM. So, wen haben wir hier? Wir haben zwei Akolyten noch übrig. Und den Geschäftsführer. Es ist die letzte Begegnung. Das heißt, wir können unsere Geschichten hier benutzen. Würde den Akolyten gerne blenden. Damit fangen wir doch mal an. Blendung kommt. Augen zu. Hey Jorge, wusste gar nicht, dass du hier ein Selbstporträt eingebaut hast. Und dann, naja, wenn wir den mit Stumpfsinn strafen, das ist nicht sinnvoll gerade. Von dieser Position aus können wir mehr treffen. Schnell, du schaffst das. 31. Gehen wir auch mit ihm auf Feuerschutz. Ah, leider den falschen Winkel genommen. Spar dir die Mühen. Ich glaube, Axiom könnte auch ein neuer Lieblingscharakter werden. So, was hat Terminal zu tun? Terminal braucht eigentlich sehr dringend Deckung. Der Kollege möchte hier hinfliehen, wenn ich das richtig sehe. Wenn wir jetzt hier vorne hingehen, wie weit geht die Rauchgranate? Na, die Rauchgranate geht nicht allzu weit. Weil die beiden tendenziell weiter hinten dran sind und weniger schnell reagieren können, möchte ich hier die Rauchgranate haben schon mal. Und zumindest hier mal so. Gehe dorthin, wo ich gebraucht werde.
50% auf den. Wir machen mal hier Schutz auf Terminal selbst. Weil sie halt auch schon 4 Hitpoints verloren hat. Auch wenn es die letzte Begegnung ist, ich will halt auch wirklich keine Narbe riskieren. Das ist sehr unangenehm. So, der Feuerschutz hat funktioniert, das freut mich sehr. Axiom, nee. Ach so, das auf Terminal hat er gefeuert, okay. Ich würde mal sagen, wir drücken hier auf Überwältigen und erstmal die Leute, die kämpfen können. Sie sind verhaftet. Habe das Ziel festgenommen. Ja, weil ihn hier, den hau ich mit einem weg. Verge ist als nächstes dran. Verge steht auch da hinten. Er könnte. Möchte natürlich am liebsten den Akolyten da treffen. Wenn ich so gehe, ist der Akolyt dann. Nee, weil der hier hinterm Blumenkübel steht. Aber das ist nur halbe. Der Blumenkübel ist nur halbe Deckung. Von hier aus. Da zählt auch die halbe Deckung, oder? Naja, wir machen auf jeden Fall schon mal einen Stellungswechsel. Das ist, glaube ich. Oder dann steppe ich aus dem Rauch raus. Ja. Not sure. Sie den Verge. Dann kommt der Akolyt. Terminal kann sich auf jeden Fall im Zweifel um ihn hier kümmern, um ihn festzunehmen. Und komm, wir gehen einmal hier zur Seite, um zu gucken, was passiert. Das ist noch am Anfang. Wir können noch ein bisschen experimentieren. So schlimm ist es. Ja, guck mal, 57%. Ein bisschen mehr ist es geworden. Einfach probieren. Na, Versuch war es wert. Dann. Gehen wir mit Verge einen Schritt zur Seite, damit er die Gegner sieht. Und schlagen den Akolyten mit Stumpfsinn. Weil wir ihn sowieso nicht besiegen können. Okay, es ist besser als nix. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Jetzt wird er irgendwen umbringen. Naja, Terminal hat genug Hitpoints. Blut auf meiner Jacke? Schon wieder? Lol. Bleib unten, bis du wieder fit bist. Na komm, wir hauen ihm erstmal einen auf die Glumse. Yippee, Schweinebagge. Stop. Noch ein Kragen für den Sanitäter. Bist du nicht sowas wie der Sanitäter? Umklatschen macht 3-6 Schaden. Also es könnte halt eine gute Idee sein. Es könnte auch die schlechteste Idee des Jahres. Ja, guck mal, 3-6 und der hat 6 Hitpoints. Das ist keine gute Idee. Nein, nein, nein. Wir gehen lieber auf Feuerschutz. So. Schieß auf alles, was sich bewegt. 57%, das reicht mir. Das XCOM, 57% sind super. Ah, doch nicht. Verge hat 66%. Warum hat er diese Waffenreichweite, guter Winkel? Ach so, Neuralnetzwerk gibt plus 10. Also Neuralnetzwerk ist halt, dass er ihn schon mal mit einer Psi-Attacke angegriffen hat. Er kann jeden Gegner nur einmal mit seiner Psi-Attacke angreifen. Also mit irgendeiner. Dann ist er aber im Neuralnetzwerk. Das gibt nachher ein paar Attacken, die da wiederum drauf zugreifen können. Und er kriegt halt 10%. Trefferwahrscheinlichkeit. Das ist, glaube ich, eine Sache, die ich jetzt gerade nutzen möchte. Oh, komm schon! Genug. Das Ziel hat sich bewegt. Nächstes Mal. Ja, dann treffe auch. Triff. Triff ist ja imperativ. Komm schon. Kann ich meine Wunde selbst behandeln? Los, zahl es ihnen heim.
Axiom sollte ich da hinkommen. Wir flankieren ihn. Komm. So, 81%. Das sollte irgendwas bringen, oder? Komm schon. Ja. Gut genug. Gut genug. Gut genug. Bewältigen 2 bis 3 Schaden. Im Notfall kommt Axiom und dreht ihm den Hals um. Ne, warte, das ist Axiom, nicht Godmother. Das lief nicht gut. Du sollst unten bleiben. So, Godmother, jetzt aber. So, zack, sie sind verhaftet. Und dann auch noch Treff anstatt Triff. Hast du gerade etwas falsch gesagt? Ja, das war ziemlich peinlich. Aber hey, wir haben es geschafft. Nice up. Scheiß. Scheinfirma ausgeschaltet. Ausgezeichnet. Was auch immer die Nachkommen vorhatten, diese Firma steht nicht mehr auf ihrer Gehaltsliste. Oh, Direktorin Kelly ist in der Leitung. Ich stelle sie durch, wenn sie wieder in der Basis sind. Wir haben keinen Schwerverwundeten. Das ist sehr gut. Wir haben 3 verhaftete Feinde, 60% auf 20 Informationen. Weiter. Bewertung? Keine. Sehr gut. Ja, tatsächlich, die 20 Informationen haben wir bekommen. 30 Credits auch. Aus dem Archiv. Bradford, Aliens in der Agency. Wo soll das hinführen? Kelly. Was ist die größte Gefahr für unsere Existenz? Bradford, die Rückkehr der Ältesten. Kelly, wen brauchen wir denn, um sie zurückzuschlagen? Bradford, alle. Ich kenne die Prognosen. Aber glauben Sie wirklich, der Commander wäre damit einverstanden? Der Commander in den letzten Spielen waren wir übrigens. Kelly, ich denke, der Commander hat schon immer das große Ganze im Blick gehabt. Mitschrift eines Reclamation-Arbeitsgruppentreffens, 25. August 2037. Projektstatus, Montage abgeschlossen, Androidenpersonal. Sehr gut. Das wollte ich hören. Die Nachkommen hatten es auf Luxusgüter abgesehen. Wozu brauchen sie so plötzlich Geld? Sie haben nichts für Hybriden übrig, also ein Motiv, um die Bürgermeisterin zu töten. Und die Mittel? Durch ihre Psi-Kräfte könnten sie einen Insider haben. Vielleicht ein Mitglied von Bürgermeisterin Nightingales Personenschutz. In der Stadt sind kürzlich Dutzende von Hybriden verschwunden. Wir vermuten, dass die Nachkommen etwas damit zu tun haben. Finden Sie heraus, ob sie dahinter stecken und falls ja, wie sie vorgehen. Die Nachkommen werden rein psionisch geführt. Die Templer vermuten einen Menschen mit starken psionischen Kräften. Die Templer sind eine gute Fraktion aus XCOM 2 gewesen. Die gibt es scheinbar immer noch in irgendeiner Form.